ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Wir brauchen also noch mehr Reliquien mit den 6 Insignien. Wie sieht's denn bei dem so aus? Ja. Könnt ihr mir reden? Nö. Aber ich habe noch eine Idee. Huch! Ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Okay, wo ist das Gespenst hin? Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, 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 huga. Okay. Hallo? Ich gehe dann mal wieder. Schrank vielleicht? Nee. Was? Ich bin der Größte. Tja. Ja, nee. Okay. Das wäre dann die zweite Reliquie. Keine Ahnung, wie viele Reliquien es überhaupt gibt. Naja. Schauen wir doch einfach mal. Verkehrt kann es nicht sein, das jetzt schon abzugeben. Das Spannbettlaken. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Boom, waka, waka, waka. Der ist cool. Zack. Alter, wir brauchen tatsächlich 6 Insignien. 6 Reliquien mit den 6 Insignien, oder wie? Das ist der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte, der vierte, der fünfte und der sechste. So ungefähr müsste das aussehen. Und wir wollen ja an Cletus Klamotten ran. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal eine Reliquie reinhauen, nochmal ein Kleidungsstück. Ich will das nochmal, das muss gehen. Ich, ja? Vergiss. Na. Dann. Okay. Wir brauchen also noch mehr Reliquien mit den 6 Insignien. Nur woher? Ja. Ich sollte endlich damit auf. Das war schon mein Gut. Lieber nicht. Es ist gerade so spannend. Lieber nicht. Es ist gerade so spannend. Ja, klar. Das ist jetzt wieder Cletus. Nee, Bosos. Cletus-Tasche. Also irgendwie bin ich mir schon so ein bisschen total sicher. Ja, einfach mal austauschen. Kann nicht verkehrt sein. Und schauen, was da drin ist. Lieber nicht. Es ist gerade so spannend. Okay, warum auch nicht? Ja. Okay, wir haben vieles erreicht. Aber auch gar nichts. Ich, ja? Okay. Auf zu den Zimmern. Tja, hier gibt's auch nichts mehr, oder? Außer das Loch hier. Wohl nicht. Sagt denn Boso noch was dazu? Ich glaube. Hey, Boso! Sorry, ich muss hier weg. Du Dog? Was soll ich noch gleich besorgen? Hab doch nur Spaß gemacht. Ich soll natürlich ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfell-Relais besorgen. Für wie dumm hältst du mich? Schwer zu sagen. Es kommen ständig neue Fakten hinzu.
Ja, ja. Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profimission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Die liebe Goal. Ja. Jetzt ist es leer. Wir haben immer noch ein Glas. Ein leeres Glas. Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Also dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Interessante Denkweise. Ich behalte die Sachen lieber in meinem eigenen Mantel. Da ist eh viel mehr. Okay. Ja, ich, Ja. Shampoo dich du nur bis zum Umfallen. Vielleicht ist jetzt was auf der Kreuzertrasse los. Oder auch nicht. Kloschüssel, da haben wir eigentlich gespült vorhin. Theoretisch könnte man nochmal spülen, dann springt der liebe Seher wieder aus seiner Dusche. Vermutlich raus, weil Wasser heiß was und so. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Da liegt ja wirklich was in der Kloschüssel. Ja. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Tja. Den sollte ich schnell wieder loswerden. Mein Innenfutter ist schon ganz blau. Ah, blau. Stimmt. Ah. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Jawohl. Das Auge isst ja mit. Und jetzt haben wir eine Pastete, die Schnupfen, Fieber, Husten und blaue Zunge macht. Jawohl. Und damit können wir zuerst mal die Spülung tätigen. Dann schauen wir mal. Gut, das hat ihn relativ wenig gestört. Boso, wir haben etwas zu essen für dich, mein Liebster. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil. Mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab... Fieber. Ist meine Fumme blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Ja. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Aber natürlich doch hier, dein Anzug. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Alles klar. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett mit 6 Symbolen eingenäht. Sehr gut. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Und damit hätten wir ein drittes Relikt. Eine dritte Reliquie mit den 6 Insignien. Boso. Hey, Boso. Okay. Sorry, ich muss hier weg. Gut, dann auf in die Wäscherei. Palim, palim. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Oh ja. Ah. Ja und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Was? Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus' Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Oh, okay. Die Reliquie.
Überspringen. Anleitung. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Ein sauber Künstler wie Rufus weiß, wie man im Waschsalon so richtig auf die Trommel haut. Die Symbole auf den Pflegehinweisschildern informieren zudem, in welcher Maschine die Kleidungsstücke halt machen. Da sich zurzeit immer nur ein Wäschestück in einer Station befinden kann, lassen sich famose Kettenreaktionen verursachen, an deren Ende Rufus hoffentlich gleichzeitig mit Cletus Kostüm an der Wäscheausgabe landet. Und das möglichst ohne ein Schleudertrauma davon zu tragen. Alles klar. Heißt, dass der Kopfkissenbezug ist nur beim Schleudern, beim Dampfen und beim Waschen. Cletus Klamotten nur beim Waschen und beim Bügeln. Wir können überall hin. Und das Handtuch nur beim Schleudern, Dampfen und Waschen. Das heißt, wenn ich jetzt das hier, das Kopfkissen nehme, dann werden wir gedampft. Das kommt in den Waschgang. Ach, das gibt's ja auch. Das gibt's ja auch noch. Das Laken. Das ist auch nur beim Schleudern, beim Dampfen und beim Waschen. Gut. Das heißt, wir haben insgesamt 5 Stück dieses Klamotten. Und uns und diese 2 hier. Okay. Wenn wir jetzt das Cletus Klamotten nehmen würden, dann ginge das durch bis hierher. Wir können überall hin. Das ginge raus, weil es ja weder getrocknet noch irgendwie, keine Ahnung, geglättet, gewalzt, keine Ahnung, oder gebügelt werden muss. Und das Kissen auch. Wir hingegen würden wahrscheinlich wieder in der... Das probieren wir einfach mal aus. Komm. So. Wow. So. Genau. Schleuder den Gurgel. So. Stopp! So. Ah. Das ist hart. So. Okay, jetzt haben wir alles hier draußen, bis auf Cletus Klamotten, die sind drin. Okay, dann nehmen wir mal das hier. So. Wir müssen hier draußen hängen, gleichzeitig mit. Dann schicken wir uns selber rein. Ja. Wähle die Reliquie. Mach ich, und zwar das Handtuch, weil es cooler ist. Und weniger Läuse hat. So, Cletus. Wähle jetzt die Reliquie. Fast fertig. Jetzt auf den Kopfkissenbezug rein. Und jetzt sollte der Anzug fertig sein. Und das Gespensterkostüm auch. Wähle die Reliquie. Ja, wenn wir uns jetzt einfach durcharbeiten. Also eigentlich sollten wir... das ist fies. Wähle die Reliquie. Okay. Wir müssen Cletus Klamotten nochmal hier reinhauen. Und uns einmal durchklicken. Denn jetzt hängen wieder wir alle draußen. Okay, wir müssen es irgendwie schaffen, Cletus Klamotten rauszubekommen und dass wir rauskommen, das ist klar. Hm.